Zur Abklärung Ihrer Beschwerden hat Ihr Arzt Ihnen eine Spiegelung des Dickdarms empfohlen. Eine Darmspiegelung wird bei unklaren Bauchschmerzen, Blutungen, Blut im Stuhl, Veränderungen des Stuhlverhaltens oder im Rahmen der Vorsorge oder Nachsorge empfohlen. Diesen Eingriff nennt man auch Koloskopie. Bei der Koloskopie betrachtet der Arzt das Innere des Dickdarms und untersucht die Darmschleimhaut auf krankhafte Veränderungen wie Ausstülpungen, Entzündungen oder Polypen. Dabei kann er an verdächtigen Stellen Gewebeproben entnehmen sowie Wucherungen der Darmschleimhaut, die sogenannten Darmpolypen, abtragen. Hierzu benötigt man ein Koloskop. Ein Koloskop ist ein biegsamer, 1,5 Meter langer Schlauch, etwa so dick wie ein kleiner Finger, mit einer eingebauten Kamera am vorderen Ende sowie einer Lichtquelle, einem Arbeitskanal und einer Spül- und Absaugvorrichtung. Durch den Arbeitskanal können, wenn nötig, auch Gewebeproben entnommen werden. Ebenso werden eventuell vorhandene Polypen in einem Arbeitsgang sofort abgetragen. Sehr hilfreich ist hierbei ein spezieller Endoskopaufsatz, das EndoCuff Vision System. Es wurde entwickelt, um auch kleinere Darmpolypen besser erkennen zu können. Es glättet beim Zurückziehen des Koloskops die Darmfalten und so werden kleinere Polypen auch hinter den Falten entdeckt und das nicht mit teurer Technik. Durch Stellräder am hinteren Ende des Koloskops kann das vordere Ende in verschiedene Richtungen gebogen werden. Dadurch ist es möglich, die Richtung des Instruments beim Vorschieben zu bestimmen und gleichzeitig die Darmwand im gesamten Umfang genau zu betrachten. Moderne endoskopische Geräte sind mit modernster HD-Technologie ausgestattet, sodass auch minimale Schleimhautveränderungen exakt erkannt werden. Alle Aufnahmen können als Film oder Bilder gespeichert werden. Alle Untersuchungen werden in der SHG-Klinik Merzig in der Endoskopieabteilung durchgeführt. Besondere Sorgfalt gilt der Reinigung und Desinfektion der Endoskope. Die Aufbereitung von Endoskopen in unserer Abteilung ist standardisiert. Zunächst werden die einzelnen Kanäle eines Endoskops mit Bürsten manuell gründlich vorgereinigt und gleichzeitig auf ihre Durchgängigkeit geprüft. Nach der Vorreinigung werden die Endoskope in eine spezielle Waschmaschine gelegt. In dieser Maschine sorgen rotierende Sprüharme für die Reinigung der Außenflächen der Endoskope. Zusätzlich werden alle Kanäle mit speziellen Lösungen durchgespült. Durch diese sehr aufwendige maschinelle Aufbereitung ist sichergestellt, dass nur einwandfrei aufbereitete Endoskope zum Einsatz kommen. Somit wird garantiert, dass keine Krankheitserreger von Patient zu Patient übertragen werden. Der gesamte Arbeitsvorgang wird mit Drucksensoren überwacht und messtechnisch dokumentiert. Das Dokument wird ausgedruckt und den Patientenunterlagen beigefügt. Dieser Film soll Ihnen wichtige Informationen zum Ablauf der Untersuchung geben und Ihre Fragen beantworten. Bei der telefonischen Anmeldung zur Darmspiegelung bekommen Sie 2 Termine. Am ersten Termin melden Sie sich bitte im Sekretariat von Chefarzt Dr. Henkel an. Bringen Sie bitte den von Ihrem Hausarzt ausgestellten Überweisungsschein und Ihre Versichertenkarte mit. Danach wird durch eine Blutuntersuchung die aktuelle Gerinnung kontrolliert, um bei einer eventuellen Polypentfernung kein unnötiges Risiko einzugehen. Im anschließenden Gespräch mit dem Arzt haben Sie Gelegenheit, Fragen zu Ihrer Erkrankung und zur Untersuchung zu stellen. Im Gespräch werden Sie auch zu Medikamenten und Vorerkrankungen befragt. Nur wenn wir Ihre Krankengeschichte kennen, können wir Risiken vermeiden und die Untersuchung optimal planen und durchführen. Die Untersuchung verursacht, im Gegensatz zu der allgemein verbreiteten Ansicht, selten Schmerzen. Die meisten Menschen haben verständlicherweise vor einer Dickdarmspiegelung Angst und stellen sich die Frage: Herr Doktor, und wie gefährlich ist dieser Eingriff jetzt für mich? In wenigen Fällen ist die Untersuchung nicht gefährlich. Circa einer von 10.000 untersuchten Patienten hat unter Umständen eine kleine Nebenwirkung oder eine kleine Komplikation. Komplikationen können sein, dass es etwas blutet nach dem Abschneiden des Polypens
oder in ganz, ganz seltenen Fällen, dass das Verlangen, wenn man, vor allem wenn man große Polypen abschneidet, kann es mal zu einer sogenannten Perforation kommen. Das heißt, dass da so ein kleines Loch in den Darm gebrannt wird. Das sind aber extrem seltene Ereignisse. Falls das tatsächlich mal vorkommt, merken wir das sofort. Und in den meisten Fällen kann man mit kleinen Spangen, sogenannten Clips, die Darmschleimhäute so zusammenpetzen, dass das Loch sozusagen sofort wieder zu ist. In der Regel geht das gut. Nur in wieder ganz seltenen Fällen, man spricht einer von 30.000 oder 40.000 Polypen, die so groß sind und abgeschnitten werden, dass ein großes Loch gebrannt wird, ist es dann tatsächlich nötig, dass eine Operation gemacht werden muss. Und in dem Fall wird die Stelle aufgesucht und einfach umstochen, zugenäht und dann ist der Darm wieder in Ordnung. Wie gesagt, eine ganz seltene Sache und es steht in keinem Verhältnis zu dem Nutzen, den man hat, dass man tatsächlich solche Polypen entfernen kann und dass man ein Krebsrisiko sozusagen minimieren oder reduzieren kann. Patienten, die Blutverdünnungsmittel, sogenannte Thrombozytenaggregationshemmer, erhalten, sollten vor Durchführung einer Dickdarmspiegelung zuerst mit ihrem Hausarzt sprechen. Diese Medikamente müssen 5 Tage vor der Untersuchung abgesetzt werden. Gleiches gilt für Diabetiker, die Insulinspritzen oder Tabletten schlucken müssen, die den Blutzuckerspiegel senken. Rheumamittel wie etwa Voltaren sollten abgesetzt werden, da durch diese Medikamente Blutungen ausgelöst werden können. Zur täglichen Einnahme von Ihrem Hausarzt verordnete Medikamente wie zum Beispiel Bluthochdruckmittel oder Herzmedikamente nehmen Sie bitte am Untersuchungstag wie gewohnt mit etwas Flüssigkeit ein. Um die Darmschleimhaut beurteilen zu können, muss der Darm vollständig von Stuhl gesäubert sein. Dazu müssen Sie nach Anweisung ein Abführmittel einnehmen, welches Sie von uns erhalten. Unter dem Namen Movie Prep ist ein Pulver mit Zitronen- oder Orangengeschmack erhältlich, das in Wasser aufgelöst und getrunken wird. Man erreicht mit nur 2 Litern Trinkmenge eine optimale Sauberkeit des Darms. Aufgrund der geringen Trinkmenge und des angenehmen Geschmacks wird dieses Präparat von Patienten bevorzugt. Eine Anwendung besteht aus 2 großen Beuteln A und 2 kleinen Beuteln B. Für Ihre Darmspiegelung benötigen Sie alle 4 Beutel. Zunächst wird der Inhalt vom Beutel A und der Inhalt vom Beutel B in 1 Liter Wasser aufgelöst. Sie müssen so lange rühren, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat und die MoviePrep-Lösung klar oder leicht trüb ist. Dieser Vorgang kann bis zu 5 Minuten dauern. Das gleiche tun Sie bitte mit dem 2. Liter der Trinklösung. Am Vortag der Untersuchung trinken Sie bitte den 1. Liter MoviePrep über 1 Stunde verteilt. Versuchen Sie alle 5 bis 10 Minuten ein Glas MoviePrep zu trinken. Um großen Durst und eine Austrocknung des Körpers zu vermeiden, sollten Sie klare Flüssigkeit wie Mineralwasser, Tee oder Obstsäfte ohne Fruchtfleisch zu sich nehmen. Abends nichts mehr essen. Am Untersuchungstag 3 Stunden vor Ihrer Untersuchung den restlichen Liter MoviePrep trinken. Nichts essen. Tee und Mineralwasser sind erlaubt. Der Darm ist sauber, wenn sich eine klare, gelbliche Flüssigkeit, ähnlich wie Kamillentee, entleert. Bei noch dunkelbraun gefärbter Abführflüssigkeit bitten wir Sie um Rücksprache unter der Rufnummer 06861 705 1301. Ebenso stehen wir Ihnen auch bei allen anderen Fragen unter gleicher Rufnummer gerne zur Verfügung. Bitte verzichten Sie in den letzten 3 Tagen vor der Untersuchung auf kernhaltiges Obst oder Gemüse, wie zum Beispiel Tomaten, Weintrauben, Erdbeeren, Kiwis oder Gurken. Meiden Sie auch ballaststoffreiche und faserhaltige Kost, wie zum Beispiel Müsli, Spargel, Reis, Mais und Vollkornprodukte. Setzen Sie bitte in dieser Zeit auch Eisenpräparate ab. Stattdessen leichte Kost wie Nudeln, Kartoffeln und helles Brot bevorzugen und viel trinken. Am Vortag der Untersuchung nehmen Sie zum Frühstück Tee und Zwieback. Auf eine feste Mahlzeit sollten Sie danach verzichten. Bis zur Untersuchung nur noch klare Suppe und reichlich Getränke wie Wasser, helle Säfte, heller Tee.
Ansonsten kommen Sie bitte am Untersuchungstag nüchtern. Der zweite Termin ist der Untersuchungstermin. Bitte melden Sie sich morgens im Sekretariat von Chefarzt Dr. Henkel. Dort warten Sie dann im Wartezimmer, bis Sie aufgerufen werden. Die Untersuchung selbst dauert nur ca. 20 bis 30 Minuten und wird ambulant durchgeführt. Zunächst bekommen Sie eine Venenverweilkanüle. Über diesen Zugang kann eventuell ein Beruhigungs- oder Schmerzmittel gegeben werden. Im seltenen Fall einer Komplikation können so auch Notfallmedikamente ohne Verzögerung verabreicht werden. Während der gesamten Untersuchung werden Puls und Sauerstoffsättigung im Blut über ein sogenanntes Pulsoximeter gemessen. Zu Beginn der Untersuchung liegen Sie auf der linken Seite, später auf dem Rücken oder auf der rechten Seite. Das flexible Instrument wird vorsichtig über den After bis zum Übergang des einmündenden Dünndarms vorgeschoben. Durch das Einblasen von Luft über das Gerät entfaltet sich der Darm und kann auf diese Weise gut betrachtet und nach krankhaften Veränderungen abgesucht werden. Sowohl beim Vorschieben als auch beim Rückzug werden die inneren Wände des Darms exakt betrachtet und beurteilt. Bei krankhaften Veränderungen der Schleimhaut können Gewebeproben entnommen und somit beispielsweise entzündete oder bösartige Erkrankungen der Darmschleimhaut nachgewiesen werden. Wucherungen der Schleimhaut, sogenannte Polypen, werden während der Koloskopie meistens gleich abgetragen. Die meisten Polypen sind gutartig. Dennoch müssen sie entfernt werden, da sie eine potenzielle Vorstufe des Darmkrebses darstellen. Nach einer Polypabtragung oder Probeentnahme ist eine geringe Menge Blut nicht ungewöhnlich. Sollten Sie jedoch mehrmals hintereinander Blutabgänge beobachten, melden Sie sich bitte beim diensthabenden Arzt. Die entsprechenden Telefonnummern werden Ihnen mitgegeben. In sehr seltenen Fällen findet man große, breite Polypen oder mehrere Polypen. Dies weiß man natürlich nicht im Voraus. Auch diese Polypen werden nach Unterspritzung endoskopisch abgetragen, aber verständlicherweise mit einem etwas höheren Nachblutungs- oder Verletzungsrisiko. In diesen seltenen Fällen ist eine besondere Überwachung für ca. 24 Stunden erforderlich. Können Polypen wegen ihrer Größe nicht mehr abgetragen werden, wird der Befund umgehend dem chirurgischen Chefarzt vorgestellt. Wir haben bei einem Patienten einen großen Polypen gefunden, der sich endoskopisch nicht sicher abtragen lässt. In dem Fall würde ich diesen Patienten in die Chirurgie schicken. Was würde dann mit dem Patienten geschehen? Ja, wir können den Patienten eine kombinierte laparoskopisch-endoskopische Operation anbieten, wo wir dann in Rendezvous-Technik den Polypen abtragen. Ist das ein sicheres Verfahren? Das ist ein sicheres Verfahren. Es geht über das Spiegelinstrument, sprich in laparoskopische Technik. Und wie lange müsste der Patient stationär bleiben? Wenn das optimal läuft, kann man das so in 2-3 Tagen stationär im Aufenthalt behandeln. Wenn Sie vor einer Koloskopie eine Beruhigungsspritze bekommen haben, werden Sie nachher meist erst einmal ausschlafen. In unserem Aufwachraum werden Kreislauf und Atmung überwacht. Nach einer Beruhigungsspritze darf man 24 Stunden lang nicht aktiv am Straßenverkehr teilnehmen. Sie müssen sich deshalb bei einer ambulanten Untersuchung möglichst von einer Begleitperson nach Hause bringen lassen. Sind Sie wieder völlig wach, können Sie eine Mahlzeit einnehmen, soweit der Untersucher Sie nicht auf eine Wartezeit hinweist, wie zum Beispiel nach Abtragung eines größeren Polypen. Wenn Sie nach Hause gehen, geben wir Ihnen den schriftlichen Befund für den zuweisenden Hausarzt sofort mit. Wurde während der Untersuchung eine Gewebeprobe entnommen, wird dieser anschließend weggeschickt, um feingeweblich untersucht zu werden. Das Ergebnis dieser Untersuchung geht an den angegebenen Hausarzt. Dies kann einige Tage dauern. Scheuen Sie sich nicht, all Ihre Fragen und Wünsche auch bei einem Erstgespräch an uns zu richten. Wir möchten Ihnen mit diesem Film die Ängste um eine Darmspiegelung nehmen. Melden Sie sich zur Darmkrebsvorsorgeuntersuchung. Eine Darmspiegelung kann Darmkrebs vermeiden und Leben retten. Vielleicht auch Ihres.